Gestern haben sich der irre Johnson und Frau Merkel und Herr Macron getroffen und kamen überein, uneingeschränkte Solidarität mit dem Königreich Saudi-Arabien, Klammer auf. Dort werden jährlich bis zu 146 Menschen gekreuzigt. Man stelle sich nur vor, Putin käme auf die Idee, einer seiner Lieblingsoligarchen kreuzigen zu lassen, was hier in den Medien los wäre, aber offensichtlich ist bei unserem Waffenabnehmer Saudi-Arabien da eben ein zweiter, anderer Standard üblich. Also jedenfalls, sie kamen dazu, dass sie jetzt wüssten, es gäbe kaum eine andere plausible Erklärung, als dass die Iraner den Abschuss von Drohnen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien gemacht hätten. Das ist eine unglaubliche Sauerei. Und Leute, wenn ihr irgendwie in eurer Kleinstadt oder Großstadt 10 Freunde kennt, 2x5, stellt 2x5 Warnwachen an einen Marktplatz mit einem Schild, kein Krieg gegen den Iran. Es ist wirklich 5 vor 12, das sagt man öfters. Aber wenn solche Erklärungen kommen, uneingeschränkte Solidarität, dann sind wir doch erinnert an Gerhard Schröder, der mit uneingeschränkter Solidarität mit Bush in den Afghanistan-Krieg eingestiegen ist. Deswegen, es ist höchste Eisenbahn, dass wir etwas tun, wenn sich drei offensichtlich im Rechtsstaat völlig vergaloppiert habende Politiker wie Johnson, Merkel und Macron treffen und dann schon genau wissen, von wem die Drohne stammt. Mit dem kleinen Hinweis, es gibt keine andere plausible Erklärung. Wenn man so demnächst Todesurteile sprechen würde in den USA und Kriegseröffnungen sind nichts anderes wie Todesurteile, dann haben wir saudi-arabische Sitten in Deutschland. Da wird auch nach Plausibilität hingerichtet, gekreuzigt, gesteinigt und Scharia praktiziert. Und deswegen brauchen wir rechtsstaatliche Bedingungen. Da gibt es keinerlei belastbare Beweise, dass Iran hier die Finger im Spiel hat bei diesem Überfall. Und deswegen ist das alles nur Kriegspropaganda. Schlimm genug, dass auch Deutsche hier mitmachen.